befinden uns ja in der Predigtserie über Gemeinde, beziehungsweise im Epheserbrief. Was sagt uns der Epheserbrief über Menschen, über Gemeinde? Und ich glaube, weil wir jetzt so mittendrin sind, ist ja sogar angebracht zu sagen, was bisher geschah. Kennen wir aus den Staffeln, nicht wahr? Was bisher geschah? Kapitel 1, gesegnet leben, da ging es um die Vorherbestimmung, unsere Vorherbestimmung in Jesus Christus, die Errettung in Jesus Christus, dass wir in Jesus Christus gesegnet leben können. Wir sind Begnadigte, beide Gruppen, Heiden und Juden, steht das in der Bibel, die sind in Christus Jesus vereint. Und letztes Mal hörten wir die Predigt, gestärkt leben. Jesus Christus hat alles getan, damit wir errettet werden, aber auch gestärkt durch den Alltag gehen und nicht auf uns selbst verlassen sind. Heute ist das Thema Gemeinde leben. Gemeinde leben, was bedeutet Gemeinde, was bedeutet Leben? Und wenn wir Epheserbrief anschauen, 6 Kapitel, wir sind jetzt genau in der Mitte, 3 Kapitel wurden durchgenommen und jetzt ab dem 4. Kapitel. Und das ist so typisch für Paulus, erstmal legt er so eine theologische, theoretische Abhandlung. Also in Christus sind wir, er hat alles getan, wir sind vereint, wir sind gestärkt, wir sind nicht alleine unterwegs. Und dann sagt er, ihr seid jetzt, ihr habt einen super Status. Dann sagt er, jetzt ab Kapitel 4, dann lebt entsprechend diesem Status. Ihr seid in Christus Jesus, ihr seid nicht alleine, ihr seid als Gemeinde. Nun, bevor wir zum Text gehen, will ich mal die Frage vorab mal geklärt haben, beziehungsweise definieren und zwar oder erklären, was bedeutet überhaupt Gemeinde? Was sagt das Neue Testament, was Gemeinde ist? Wenn wir vom dem eigentlichen Wort Ekklesia, da sind ja die Herausgerufene, das kann, glaube ich, fast jedes Mitglied so sagen, und bei uns in der Freikirche hat sich ja Gemeinde eher durchgesetzt. Und wir sprechen von der Kirche als Gebäude, wenn überhaupt, ich gehe zur Kirche. Wenn man ins erste Jahrhundert zurückgeht, was bedeutet Kirche? Das griechische Wort Kyriakon, dem Herrn gehören. Eigentlich ist ein super Wort, oder? Von da kommt das Wort Kirche, also dem Herrn gehörend. Also ich finde an sich, also nicht das Gebäude ist die Kirche, wir sind die Kirche, weil wir herausgerufen worden sind, um dem Herrn zu gehören. Er hat uns teuer erkauft. Ist ein super, super, super Begriff, hat sich aber irgendwie auf Gebäude und die Landeskirche bezogen und wir sprechen eher von der Gemeinde. Das Neue Testament spricht auf zweifache Weise über Gemeinde, über Kirche, über Ekklesia. Das ist zum einen die lokale Gemeinde. Die lokale Gemeinde, die also eine Versammlung der Menschen, die an einem Ort sich versammeln. Es kann eine Hausgemeinde sein, es kann etwas Größeres sein. Und dann spricht die Bibel auch von der universalen Gemeinde, die weltweit zerstreut ist, die aber sich lokal auch wiederfindet. Wenn wir zum Beispiel lesen Apostelgeschichte, da spricht er, die Gemeinde in einer Umgebung hatte Gnade und Ruhe. Das heißt, ein Zusammenschluss der kleinen örtlichen Gemeinde, sagt die Bibel, das ist auch eine Gemeinde. Deshalb können wir auch sprechen von einer Gemeinde weltweit, die sich örtlich wiederfindet. Zum Beispiel ich spreche ungerne, manchmal flüchte das so mal raus und sage, ja, es ist die unsichtbare Gemeinde. Und ich glaube, viele sagen, und manchmal habe ich den Verdacht, dass manche sagen, ja, ich bin der Mitglied der unsichtbaren Gemeinde. Sag ich, das kann eigentlich nicht sein, Mitglied einer unsichtbaren Gemeinde zu sein. Weil scheinbar sehe ich dich, dann fasse ich die Person an, sage ich, ah, du bist doch da, ich dachte, du bist unsichtbar. Also das heißt, also eine unsichtbare Gemeinde als solches gibt's ja gar nicht. Universale Gemeinde schon. Universale Gemeinde, die sich örtlich aus natürlichen Personen, biologischen Personen sich wiederfindet. Nun, was bedeutet Ekklesia? Aus dem Wort heraus bedeutet es einfach eine Versammlung,
stimmberechtigter Person. Also man hat sich als Dorf, als Stadt zusammengetroffen. Das waren erwachsene Leute, die etwas besprechen wollten, die Bürger des Dorfes waren oder des, der Stadt und sagten, das und das ist angekündigt, das müsst ihr umsetzen. Also vom eigentlichen Ursprungswort, Ekklesia. Nun, was sind die Kennzeichen einer Gemeinde? Bevor wir jetzt zum Text gehen, was sind die Kennzeichen einer Gemeinde? Zum einen, sie muss ja lokal geortet sein, also irgendwo ein Versammlungsraum, also eine geografische Lokalität muss da sein. Also dann kann man ja auch von einer Gemeinde sprechen. Eine Gemeinde, ein weiterer Merkmal, Bekenntnis zu Jesus Christus und zu seinem Wort. Eine Gemeinde, Jesu Christi, muss sich zu Jesus Christus bekennen. Sagen, er ist unser Retter, sonst sind wir ja keine Gemeinde. Also wir bekennen uns und sagen, wir glauben auch an das Wort Gottes, dass er uns das vermittelt hat. Da ist auch die Bekehrung, Wiedergeburt mit eingeschlossen. Das dritte Kennzeichen oder das dritte Merkmal wäre die Gemeinschaft, also die Taufe und das Abendmahl wird gefeiert, so wie heute wir. Sagen, wir feiern als Gemeinde, als Errettete, die zu Jesus Christus gehören, wir erinnern uns an den Tod Jesu Christi und haben Gemeinschaft untereinander, wenn wir Abendmahl feiern, aber auch außerhalb. Wir sehnen uns nach den Gleichgesinnten und wir wollen zusammen sein. Also ich kann nicht anders, ich möchte die Gemeinschaft mit anderen Gläubigen haben. Also ein weiterer Wesensmerkmal. Und das vierte, ich bin ja ein Mensch, der gerne so reduziert, also man kann jetzt lange Liste machen, aber so das vierte wäre, wo man Verantwortung, Verbindlichkeit wiederfindet. Und das sehen wir in Epheser Kapitel 4, wo wir aufgerufen werden, als ein Leib zu funktionieren, die begabt sind. Jedes andere einzelne Glied hat eine Aufgabe, das heißt eine Verbindlichkeit, um dem Leib gut etwas Gutes zu tun. Nun, also das war jetzt sozusagen Einführung. Was ist Gemeinde? Gemeinde, also jemand, der rausgekommen ist und sagte, ich gehöre zu dieser Menschen und ich gehöre lokal in irgendeiner Kirche oder einer Gemeinschaft. Ich bekenne mich zu Christus, zu seinem Wort. Ich bin getauft, ich feiere auch das Abendmahl, habe Gemeinschaft und ich übernehme Verantwortung. Ich bin verbindlich in einer Gruppe unterwegs. Nun, ich lese uns nach dem Genfer Übersetzung den ersten Abschnitt. Also wir nehmen heute ja die 16 Verse und das ist eine Menge für eine halbe Stunde. Also ich versuche zu landen Viertel vor, also eine halbe Stunde. Es sind ja so drei Blöcke, die da dargestellt werden. Die ersten 6 Verse, da geht es darum, dass wir zueinander gehören und nach Einheit streben sollen. Paulus sagt, wenn du Christ bist, dann sei wie ein Christ, lebe wie ein Christ. Also die ersten 6 Verse. Dann ab Vers 7 bis 10, da geht es darum, dass Paulus sagt, du bist begabt, du hast eine Gabe bekommen, damit du gut in einer Gemeinschaft funktionieren kannst. Du kannst nicht sagen, ich bin derjenige, der jetzt hier mal nur konsumiert, sondern ich erfülle etwas in der Gemeinschaft. Und der dritte Bereich, also ab der dritte Punkt, ab Vers 11 bis 16, da geht es darum, dass Paulus sagt, wir wollen wachsen. Wir wollen wachsen. Und deshalb, damit wir wachsen können, hat der Herr Jesus Christus uns Gaben gegeben. Und es gibt diese 5 Gaben, die dazu beitragen, dass die Gemeinde wächst. Nun, die ersten 6. Der erste Gedanke, du bist nicht allein. Dann du bist begabt und du wirst befähigt. Das sind die 3 Gedanken, die ich heute durchnehmen möchte. Und zum ersten. Als einer, der für sein Bekenntnis zum Herrn im Gefängnis ist, bitte ich euch nun, denkt daran, dass Gott euch zum Glauben gerufen hat und führt ein Leben, das dieser Berufung würdig ist. Keiner soll über den anderen sich erheben, seid vielmehr allen gegenüber freundlich, geduldig, geht nachsichtig und liebevoll miteinander um.
Setzt alles daran, die Einheit zu bewahren, die Gottes Geist euch geschenkt hat. Sein Frieden ist das Band, das euch zusammenhält. Ach, das ist ein gutes Bild, nicht wahr? Kennt ihr den russischen Besen? Das sind ja alles kleine Sträuche, die dann in ein Bündel zusammengepresst sind, ne, zum Fegen. Könnt ihr euch erinnern, die Älteren? So ein kleiner war das. Ne? Also, und hier sagt er, Friede, das ist das Band, das alles zusammenhält. Das sind alles einzelne, zerbrechliche Sträuche, die dann zusammengebunden werden. Ne? Und damit kann man etwas machen. So, aber weiter, Vers 4. Mit Einheit meine ich dies, sagt Paulus, ein Leib, ein Geist und genauso auch eine Hoffnung, die euch gegeben wurde, als Gottes Ruf an euch erging. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater von uns allen, der über alle regiert, durch alle wirkt und in allem lebt, in allen Menschen lebt. Nun, Paulus erinnert und sagt, Gott hat für dich, für uns alles getan in Jesus Christus. Du bist gerechtfertigt, du hast eine ganz andere Stellung in Jesus Christus. Er hat für dich bezahlt als Stellvertreter mit seinem Leben. Er ist gestorben und er ist auferstanden. Sagt er, jetzt bist du geadelt. Dementsprechend solltest du auch leben. Nicht wie ein Sklave, sondern wie ein Königssohn, wie eine Königstochter. Und wir sind etwas dann schuldig zu tun, wenn wir als Adlige sozusagen, Gottes Kinder auf diesem Boden leben, auf dieser Erde leben, sollten wir auch unserer Berufung würdig leben, sagt Paulus. Und ich glaube, so nebenbei sagt er, ich bin der Gefangene Christi. Wo er sagt, Leute, das Christsein ist kein Spaziergang. Man bezahlt vielleicht sogar mit Leben. Mit Freiheitsstrafen und. Es kostet etwas. Sagt er, ich als Gefangener Jesu Christi, ich ermahne euch, schaut mal, ich lebe dieses Evangelium und es ist manchmal hart. Aber ich ermahne euch und ermutige euch, das Gleiche zu tun, dass ihr würdig eurer Berufung lebt. Nun, die Art und Weise, würdig zu leben, beschreibt er in den ersten zwei Versen. Wie sollen wir leben, wenn wir auf Arbeit sind, wenn wir zusammen spielen und ich nicht gewinne, wenn ich in der Gemeinde bin, in der Schule, zu Hause, mit Nachbarn, wenn ich mit Glaubensbrüdern und Schwestern bin, in der Familie, mit Freunden? Nun, Paulus sagt, ihr sollt in Demut leben. Demut, das ist ja genau das Gegenteilige vom Stolz. Demut, wo ich mich drunter stelle und Einsicht gewinne über meine Bedeutungslosigkeit, wo ich den anderen einfach höher achte als mich selbst. Und jemand sagte, wenn ich den anderen höher achte, dann bin ich ja automatisch demütig. Automatisch. Da sagte der Nachfahre von Jonathan Edwards. Er sagte, ich muss nicht demütig sein. Ich muss nur den anderen höher achten, anderen erheben, dann bin ich automatisch demütig. Und so sagt Paulus, lebt miteinander in Demut und dann lebt miteinander in Sanftmut. Kontrolliert euch selbst, kontrolliert eure Gefühle und seid sanftmütig miteinander. Oder seid auch langmütig. Wir brauchen Geduld miteinander. Da kommt ein Mitglied der Gemeinde zu seinem Pastor und sagte, Pastor, kannst du für mich beten? Ich bin so ein jähzorniger und ich bin ein ungeduldiger Mensch. Also irgendwie, kannst du für mich beten? Sagt er, ja, ich kann für dich beten. Dann knien sie sich beide hin, machen die Augen zu, falten die Hände, beten. Und der Pastor fängt an zu beten, sagt, Herr, schenk meinem Bruder Bedrängnis. Gib ihm Schwierigkeiten. Gib ihm Stress. Irgendwie hat das Mitglied irgendwie nicht ausgehalten. Sagt er, stupst da an, sagt der Pastor, ich habe gebeten, dass du
für Geduld betest, nicht für Bedrängnis. Er sagte, ja, ich habe genau hingehört. Weißt du, durch Bedrängnis wirst du geduldiger. Das steht in Römer Kapitel 5. Und ich glaube, wenn wir mal uns hier in unserer Gemeinschaft mal ankabeln oder noch etwas, es ist gut, dann werden wir langmütiger. Lass uns dann nicht sofort aufgeben, ach, und sagen, das ist der Böse unter uns. Nein, Paulus sagt, lebt untereinander, miteinander in Langmut. Habt Geduld miteinander. Und er sagt, liebt einander. Liebe umschließt das Ganze. Und ich glaube, unsere demütige Haltung sollte es sein. Und sie bringt umso größere Einheit in die Gemeinde. Und wie ich schon sagte, ich zitiere nochmal den Dwight Edwards, den Nachfahre von Jonathan Edwards, der sagte, wahre Demut besteht nicht darin, uns selbst herabzusetzen, sondern andere zu erhöhen. Und ich glaube, das ist einer der Schlüssel in einem guten Miteinander. Der Zweck, wozu sollten wir würdig wandeln? Um Einheit und den Frieden zu bewahren. Ziel ist es, würdig zu wandeln, vom würdig wandeln ist die Einheit. Und ich glaube, das war ja im hohen priesterlichen Gebet, als Jesus betete, sagte, Herr, ich bete für diese und auch die danach kommen, dass sie eins sind. Damals betete er für uns. Wenn wir in Demut, in Langmut, in Liebe miteinander leben, so werden wir eine Einheit bilden. Wenn wir davon ausgehen, ich bin ein Sünder, mein Bruder, meine Schwester sind auch Sünder, dann ist da eine ganz andere Basis. Und dann kann ich ja sagen, es ist komplett egal, welche Erfahrung ich gemacht habe, welche Vorurteile ich gemacht habe, wir sind begnadigte Sünder. Und ich glaube, das ist das, was Paulus an den Tag legt und sagt, bemüht euch um diese Einheit. Es ist kein Selbstläufer. Es ist ist mühsam. Deswegen sagt er, bemüht euch, und zwar in Gegenwartsform. Das heißt, es ist ständig. Man arbeitet ständig daran. Man arbeitet ständig und bemüht sich, damit Frieden da ist und die Einheit da ist. Warum ist das wichtig? Ich glaube, der Teufel will es nicht. Unser Widersacher, der möchte irgendwelche Keile zwischen uns setzen. Dann kommen die Vorurteile, da kommen vielleicht Kränkungen, Differenzen, Beschwerden, Kritik und so weiter. Unser Auftrag ist, sich zu bemühen um die Einheit. Und da sagt er, was sind die Hauptgründe? Sagt er, ihr seid Leib. Wie kann also ein Leib, eine Hand sagen, nee, du gehörst nicht zu mir, die linke Hand, die rechte ist besser. Und dann der Linkshänder sagt, nee, die linke ist besser. Das ist an keinem Leib so. Man ergänzt sich und sagt er, wir sind ein Leib. Wir haben einen Geist. Der Geist, der uns zur Bekehrung geführt hat und uns Wiedergeburt geschenkt hat. Wir haben den gleichen Geist. Sagt er, wir haben einen Geist, den gleichen Geist. Wir haben eine Hoffnung an diesem einen großen Tag, wenn der Herr kommen wird und uns von allem Schmerz und Sünde befreien wird. Da wollen wir doch hin. Sagt er, wir haben die gleiche Hoffnung. Wir haben einen Herrn. Jesus Christus ist unser Meister und unser König. Wir haben einen Glauben, der uns in die Gegenwart Gottes führt. Und zwar durch Jesus Christus. Sagt er, es ist ein Glaube. Es ist eine Taufe. Ich glaube nicht, dass Paulus hier über die Form sprechen wollte, sondern sagen, der Glaube und die Taufe, die gehören zusammen. Aufgrund deines Glaubens bekennst du dich in der Taufe zu Jesus Christus, zu Gott. Und dann das kürzeste Glaubensbekenntnis. Und wir haben einen Gott, Vater von allen. Also nicht nur von Juden oder von Heiden, sondern von allen. Wir haben einen gemeinsamen Vater in Jesus Christus. Nun, du bist nicht allein. Das ist war der erste Gedanke. Du gehörst zum Leib und du, dein Beitrag ist, würdig zu leben, damit der Leib funktionieren kann. Der zweite Gedanke, du bist begabt.
die Verse 7 und 10. Und die Verse 7 bis 16, es geht ja um die Gaben. Der erste Gedanke, wie ich schon sagte, du bist begabt und dann du wirst befähigt, ab Vers 11. Jetzt in diesem einem Abschnitt lesen wir jetzt die Verse 7 bis 10. Jedem Einzelnen von uns hat Christus einen Anteil an den Gaben gegeben, die er in seiner Gnade schenkt. Jedem hat er seine Gnade in einem bestimmten Maß zugeteilt. Und jetzt kommt, wo wir meistens stolpern, die Begründung. Darum heißt es in der Schrift: Als er im Triumphzug zur Höhe hinaufgestiegen ist, hat er Gefangene mit sich geführt und Geschenke an die Menschen verteilt, also Gaben verteilt. Wenn hier steht, er ist hinaufgestiegen, dann muss es doch zunächst einmal hinuntergestiegen sein, hinunter in die Tiefsten der Erde. Und er, der hinuntergestiegen ist, ist dann auch wieder hinaufgestiegen bis über die höchsten aller Himmel, um so das ganze Universum mit seiner Gegenwart zu erfüllen. Nun, zum einen will Paulus sagen, liebe Leute, wir gehören zu einem Leib, wir sind eine Einheit und wir sind unterschiedlich, indem wir unterschiedliche Gaben haben an diesem Leib. Also wir haben unterschiedliche Gaben und unterschiedliche Funktionen. Um den Gedanken ganz kurz zu machen, der Hauptgedanke von diesem Vers, von diesen Versen, von diesem Abschnitt, du bist begabt und Jesus Christus, der erhöhte Jesus Christus, der aufgefahren ist, er ist der Geber dieser Gaben. Er musste kommen in die Tiefen, also in seiner Fleischwerdung. Er musste sterben, also noch tiefer, und er musste hinaufgehen. Und der auferstandene Herr begabt uns. Und das ist ja das Neue Testament. Im Alten Testament waren nur Einzelne begabt durch den Heiligen Geist. Jetzt im Neuen Testament begabt jeden Jesus Christus, der wiedergeboren ist, der sich zu ihm bekennt als Sünder und sagt, ich kapituliere vor dir, den schenkt er Wiedergeburt und gibt ihm eine Gabe, mindestens eine Gabe, damit er den Leib Christi bereichern kann. Also das ist jetzt so in Kürze der zweite Gedanke. Du bist begabt. Das kann nicht sein, dass du einfach so sitzt und sagst, ich bin nicht begabt. Doch, du bist begabt. Der Heilige Geist ist in dir und Jesus Christus hat dir eine Gabe geschenkt. Eine Gabe geschenkt, damit du den Leib Christi bereichern kannst. Nun, wozu sind die Gaben da? Wird im nächsten Abschnitt dargestellt. Die Gaben sind ja da, um einander zu dienen. Ich habe mal eine Geschichte von einem Pastor gelesen, der kommt in eine neue Gemeinde und dann war die Gemeinde nach so einer pastorenlosen Zeit sehr ermutigt und sagten, boah, wunderbar, und haben zusammen geackert und waren Friede, Freude, war alles da. Endlich mal, wir haben einen Pastor, der uns anführt und wir packen alle an. Es verging eine Zeit und irgendwie merkte der Pastor, dass er müde wird und dass die Mitglieder sich mehr und mehr aus den Diensten herausziehen. Nach dem Motto, wir haben ja einen Pastor, der wird schon die Sache klären. Er macht das schon. Schweren Herzens geht er schlafen und sagt, Herr, ich kann nicht mehr, ich werde bald zusammenbrechen, ich kann nicht mehr. Und irgendwie, so nachts, schenkt ihm der Herr vermutlich mal einen Traum und sagt, mein Lieber, hier ist der Karren, du musst ihn hochziehen. Guck mal, da sind ja noch so viele Leute. Und er packt den Karren an, also so einen Anhänger, und die Gemeinde zieht zusammen berghoch, das war alles super. Und dann irgendwann mal merkt er wird immer müde, also im Traum sieht er das, ne? Dann irgendwann mal bleibt der Anhänger stehen, guckt er zurück, oh, die sitzen ja alle im Anhänger. Die ganze Gemeinde sitzt im Anhänger.
Also wir sind begabt, also das ist nicht unsere Gemeinde, ne? Also wir packen viele an, also sehr viele packen an. Also was ich sagen will, es sind ja unterschiedliche Phasen in der Gemeinde, wo wir sagen, ja, ich muss jetzt mal zurück, ich muss an mich denken und so weiter und ich setze mich in den Anhänger und lass mich ziehen. Vielleicht gibt es solche Phasen, aber wenn alle es machen, wird es dann schwierig, nicht wahr? Aber Jesus Christus sagt, ich habe dir eine Gabe gegeben, damit du den Leib Christi auferbaust, damit es eine Einheit gibt, in aller Demut, in aller Fürsorge für den Leib. Und nun der dritte Abschnitt in diesem großen Abschnitt, du wirst befähigt, die Verse 11 und 16. Er ist es nun auch, der der Gemeinde Gaben geschenkt hat. Er hat ihr die Aposteln gegeben, die Propheten, die Evangelisten, Hirten und Lehrer. Sie haben die Aufgabe, diejenigen, die zu Gottes heiligem Volk gehören, für ihren Dienst auszurüsten, damit die Gemeinde, der Leib von Christus, aufgebaut wird. Das soll dazu führen, dass wir alle in unserem Glauben und in unserer Kenntnis von Gottes Sohn zu voller Einheit gelangen und dass wir eine Reife erreichen, deren Maßstab Christus selbst ist, in seiner ganzen Fülle. Vers 14, denn wir sollen keine unmündige Kinder mehr sein. Wir dürfen uns nicht mehr durch jede beliebige Lehre vom Kurs abbringen lassen, wie ein Schiff, das vom Wind und Wellen hin und her geworfen wird, und dürfen nicht mehr auf die Täuschungsmanöver betrügerischer Menschen hereinfallen, die uns mit ihrem falschen Spiel in die Irre führen sollen. Interessant, wie Paulus hier drei Kategorien oder Beschreibungen stellt, wie wir nicht sein sollen. Stattdessen, Vers 15, sollen wir in einem Geist der Liebe an der Wahrheit festhalten, damit wir im Glauben wachsen und in jeder Hinsicht mehr und mehr dem ähnlich werden, der das Haupt ist, Christus. Vers 16, ihm verdankt der Leib sein ganzen Wachstum. Oder wie Elberfelder sagt, aus ihm wird der ganze Leib zusammengefügt und verbunden. Mit Hilfe all der verschiedenen Gelenke ist er zusammengefügt. Durch sie wird er zusammengehalten und gestützt und jeder einzelne Körperteil leistet seinen Beitrag entsprechend der ihm zugewiesenen Aufgabe. So wächst der Leib heran und wird durch die Liebe aufgebaut. Auch so ein schwerer Text. So viel Inhalt ist da drinnen, nicht wahr? Aber es ist gut. Dann werden wir gleich in den nächsten paar Minuten versuchen, ihn auseinanderzunehmen und auf das Wesentliche zu kommen. Also, es geht darum, dass wir wachsen. Wachstum ist immer ein Prozess. Habt ihr schon mal den Begriff gehört? Vor allem, wenn so die Kinder heranwachsen. Hey, du bist doch kein Kind mehr. Hör auf zu weinen. Jetzt musst du mal selbst klären. So ging es einem Jungen, der ist in der Schule, da ist Streit und der Lehrer beobachtet das Ganze und dann ruft ihn schon einer zu, hey, sei kein Baby, sei kein Kind, du musst ja jetzt mal Mann stehen und so weiter. Ne? Stellt euch mal vor, wenn der Lehrer jetzt dazwischen käme, der hat das beobachtet, wenn er jetzt dazwischen käme und hätte bestätigt, ich muss diesem Kind, diesem Baby helfen. Und dann dieser Junge irgendwie raffte sich zusammen und sagte, hey, wir müssen so und so machen, ne, damit es hier keinen Streit gibt und so weiter und konnte die Sache klären. Also sei kein Baby, einem Erwachsenen zu sagen, ist eine Beleidigung, ne, also Herabstufung. Einem Baby zu sagen, sei kein Baby, ist ja ein Unding, nicht wahr? Also er versteht es nicht mal. Er muss wachsen. Und so sind wir in unterschiedlichen Phasen unseres Lebens. Aber wo müssen wir hin? Wir müssen erwachsen werden. Wir müssen wachsen, damit andere was davon haben. Und der Leib so dadurch auch auferbaut wird. Und dieses Wachstum, es braucht Zeit. So wie bei jeder andere Sache. Es braucht Zeit, um erwachsen zu werden. Und Paulus sagt, ich möchte, dass ihr nicht diese Unmündigen, diese Babys bleibt. Ich möchte, dass ihr wächst. Ich möchte auch, wie in Vers 4,
wenn ihr in stürmischen See seid, dass ihr nicht hin und her geworfen werdet, dass ihr stabil auf Kurs bleibt. Ich möchte nicht, dass ihr durch Tricksereien etlicher Leute hin und her in eurem Glauben geworfen werdet und ihr wisst gar nicht, was ihr glaubt. Ich weiß noch einmal, bei einer Bibelarbeit war so ein Durcheinander, dann sitzt eine Frau, sagt sie, jetzt bin ich aber durcheinander. Jetzt weiß ich gar nicht, ob ich Mädchen oder Junge bin. Also so viel Diversität, was hier so weitergegeben wurde. Und ich glaube, Ziel ist, dass wir mündig werden. Und wenn wir etwas hören, und das war ja im ersten Jahrhundert, und das ist im 21. Jahrhundert der Fall, es gibt diese Leute, die etwas anderes lehren. Nicht wahr? Und dass wir dann erwachsen sind und dass der Heilige Geist uns die Besonnenheit schenkt, sagt, nee, das ist irgendwas falsch, das ist nicht Jesus Christus. Wie einer zum Beispiel, höre ich mir eine Predigt an, sagte, der Herr ist mir erschienen. Sag ich, okay, wie ist er dir erschienen? Meine erste Frage war, hat er hier die Wunden? Ganz einfach. Nee, das war ein Reiner, so ein Engel. Sag ich, du, dann ist er dir erschienen, sorry. Ja, er hält die Posaune und er sagt, ich komme. Sag ich, in der Bibel steht, die Engel halten die Posaune. Und wenn sie Posaunen werden, wird der Herr kommen. Ist irgendwie andere Reihenfolge. Sag ich, irgendwas ist hier falsch. Und ich glaube, das ist das, was Paulus hier meint. Wir müssen mündig werden, wir müssen erwachsen werden, damit wir von unterschiedlichen Lehren, die wir hören, nicht durcheinander kommen. Er sagt, er spricht von Unreife, Unbeständigkeit und Gleichgläubigkeit. Und diesem soll gewirkt werden. Und sagte Vers 13, wir sollen erwachsen, wir brauchen diesen langen Wachstumsprozess. Wie lange dauert dieser Wachstumsprozess? Lebenslang, immer. Also, bis wir hingelangen, heißt es. Es ist ein langer Prozess. Du wirst nicht sagen, jetzt habe ich es verstanden, jetzt bin ich fertig. Wie oft habe ich mit Älteren gesprochen, sage ich, bist du fertig? Nein, ich bin noch nicht fertig. Ich bin noch unterwegs. Ich bin noch unterwegs und ich übe mich darin. Und worin soll dieser Wachstumsprozess uns führen? Zur Einheit des Glaubens, heißt es. Einheit des Glaubens, dass wir reif werden und dass wir Christus ähnlicher werden. Nun, das Interessante ist, wir sollen zum Christus hin wachsen. Wir wissen aber, zum Beispiel, jetzt von meinem Kopf her sage ich, bewegt die Hand, meine Hand bewegt sich. Hier heißt es aber, die Hand soll irgendwie zum Kopf hin, also ohne Steuerung. Und also ohne gesteuert werden vom Kopf. Also als ob sich das so anbietet, so zu denken. Ich glaube, das ist so eine tiefe Wahrheit, die hier vermittelt wird. Wir Christen, die wir mit Jesus wandeln und den Heiligen Geist haben, er sagte, du sollst als Glied eines Leibes so vom Kopf gesteuert werden, dass du zum Kopf gelangst. Das heißt, das, was du tust, das, was du redest, soll vom Kopf her, also vom Haupt, Jesus Christus gesteuert werden. Und das ist nicht beim Schauen verschiedenen Staffeln. Da ist Gemeinschaft mit dem Herrn angesagt. Die Voraussetzung ist, wenn wir wollen zu Christus hingelangen, zum Haupt und von ihm gesteuert zu werden, dann müssen wir in seinem Wort bleiben. Dann müssen wir beten, dann müssen wir Gemeinschaft haben. Ich habe letztens von einem Missionar gelesen, der, als China noch offen war, das war 19. Jahrhundert, ein Kanadier, der sagte, ich fange nicht an den Tag und ich schließe nicht den Tag ab, wenn ohne mit dem Herrn Gemeinschaft zu haben. Ich muss mit ihm Gemeinschaft haben. Also das heißt, mit dem Haupt
verbunden zu sein, dann wird das Haupt, Jesus Christus, sagen, was ich zu tun habe, wenn ich in seinem Leib die Hand bin oder der Fuß. Nun, wie ihr gemerkt habt, wir haben vom 16. Vers, jetzt arbeiten wir uns zum 11. Also normalerweise macht man ja 11, 12. Diesmal habe ich ganz anders von hinten angefangen, von der Endfassung oder von Endergebnis. Sagen, wir wollen gelangen, wie? Durch die Zurüstung. Worum geht es da bei der Zurüstung? Bei der Zurüstung geht es darum, dass wir eingelenkt werden. Also das Wort in der Luther oder anderen Bibeln steht zurüsten. Also Gott hat Gaben gegeben, damit zurüsten. Und das Wort ist ein Gelenk einrenken. Habt ihr schon mal gehabt, dass eine Rippe oder Wirbel oder die Hand, Fuß irgendwie außer Funktion war? Schmerz? Du kannst es nicht betätigen, du kannst die Hand nicht heben. Ich habe jetzt einen Kollegen, der operiert wurde. Geht nicht. Es muss eingerenkt werden. Und Apostel Paulus sagte, wir sind Leib Christi. Und ich habe euch begabt und ihr solltet zugerüstet werden, damit ihr handlungsfähig werdet. Und handlungsfähig, damit wir dienen können, damit dann der Leib auferbaut wird. Nun, er sagt dann im Vers 11, sagt, und ich habe fünf Gaben gegeben. Also in der Bibel gibt es ja drei Auflistungen von Gaben. Also 1. Korinther 12, Römer 12, Epheser 4 und im 1. Petrus, da steht es, dass wir eine Gabe bekommen haben, also als Tatsache. Ich weiß nicht, warum Paulus hier nur die fünf erwähnt hat. In anderen hat er viel mehr, über 20, wenn man zusammennimmt, über 20 Gaben aufgelistet. Vielleicht, um diese wichtigen Rollen darzustellen, die bei der Gründung einer Gemeinde wichtig sind. Und er sagte, Gott hat einige als Apostel eingesetzt. Nun, jetzt sind wir als Freikirche mit baptistischem Hintergrund Apostel. Wie letztens mir einer sagte, wir unterhielten uns über diese Stelle, sagte, Victor, aber du glaubst nicht, dass es Apostel gibt. Sag ich, ja und nein. Also zum einen, in dem Sinne, vor allem als Apostel Petrus, die Zeugen Jesu Christi waren, also die Jünger waren, das nicht. Aber die Gabe des Apostels, also sprich wie Missionar, wie Gemeindegründer. Das sind diese Gaben, die einfach vorangehen. Und Paulus sagt, Gott hat einer Gemeinde oder weltweiten Gemeinde diese Menschen gegeben, die einfach nach vorne preschen und Möglichkeiten sehen, wo die anderen die Möglichkeiten gar nicht sehen. Und sagen, wir müssen dahin, wir müssen das vorantreiben. Das ist diese apostolische Gabe. Dann sagt er, es gibt auch Propheten, die in eine Situation hineinsprechen, die in seinem Namen sprechen, die Bedürfnisse und Probleme der Gemeinde von heute kennen und hineinsprechen in die Situation und einen Ausblick geben. Das sind die Propheten. Das sind dann auch die Evangelisten, die nach außen auch ausgerichtet sind, um neue Menschen für Christus zu gewinnen, auf lokaler oder globaler Ebene. Dann sagt er, gibt es Hirten, die so nach innen gerichtet sind, die Probleme und Sorgen haben, beziehungsweise die Sorge um die Probleme der Nächsten haben und sagen, ich sehe, dass er leidet und ich möchte ihm von A nach B helfen und ihn begleiten. Das ist diese Hirtengabe, die geistliche Fürsorge zu haben. Und dann sagt er, ich habe auch, sagt Jesus, ich habe Lehrer gegeben, damit sie das, was in der Bibel steht, in seinem Wort, systematisch und nachvollziehbar weitergeben und dass die Geschwister dann es auch anwenden können, durch Erklärung und Anwendung der Schrift. Nun, der erste Gedanke war, du bist nicht alleine. Du bist ein Teil der Gemeinschaft, der Gemeinde. Der zweite, du bist begabt. Wenn Jesus Christus dich errettet hat, so hat er dir eine Gabe gegeben. Und kann keiner sagen,
der hat mir nichts gegeben. Doch, er hat. Jedem Einzelnen hat er eine Gabe gegeben. Und das Dritte, du wirst befähigt in der Gemeinde. Du wirst da, wo dein Gelenk sozusagen als Gelenk ausgekugelt ist, diese Leute, wir können uns gegenseitig helfen, dass es eingerenkt wird und dass du dann einsatzfähig bist. Die Frage, wo braucht unsere Gemeinde Wachstum zu größeren Reife? Wo sind unsere Themen? Welche Gabe hat Gott dir geschenkt, um dieses Wachstum zu fördern? Du bist nicht einfach so, weil du mit Gleichgesinnten oder Freunden oder Familie sein willst. Du bist nicht deshalb hier, sondern du bist errettet. Und welche Gabe hat der Herr dir geschenkt, damit Wachstum gefördert wird? Möge der Herr uns Kraft geben, helfen. Lies diesen Text, lasst es auf euch wirken. Es geht um sein Leib und du bist ein Teil davon und du bist begabt und du bist auch befähigt. Durch Jesus Christus, durch den Heiligen Geist. Amen.